Hallihallo Leute, wir sind wieder da mit einer neuen Aufnahme. Es ist Mittwoch und wir starten das Spiel. So, ich hoffe, dass mein Controller mitmacht, weil der hat gerade so ein bisschen Spastiken. Wir müssen unbedingt mal unsere Häuser ausbauen. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Es ist immer gut, dass du nachguckst, dann muss ich das nicht machen. Oha. Ui. Da du musst mir Bescheid sagen, wenn dein Farming-Level auf 100 ist, ne? Auf 10? Ja, auf 10, ja. Auf 100%. Ja, dann sage ich dir Bescheid. Ich bin jetzt aber erst auf 6. Also es könnte sein, dass es dieses Jahr nicht mehr wird. Naja, wir sind ja jetzt noch im Sommer, ne? Ja, also ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Und ich baue mein Fishing-Level erstmal aus. Oh, Suki hat zugeschalten. Hallo, Suki. Hey, Suki, na, wie geht's dir? Na, alles gut bei dir? Ich habe gehört, du kriegst am Wochenende Besuch. Was? Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Besuch ist was Tolles. Ich habe auch gern Besuch. Auf jeden Fall, Leute, für die, die noch nicht das so wissen, die vielleicht jetzt erst reingeschalten haben, wir nehmen das Let's Play immer live auf mit The Vardrug an meiner imaginären Seite und ja, an der virtuellen Seite. Ja, virtuell stimmt, nicht imaginär. Ja, ich bin heute ein bisschen, vielleicht ein bisschen ruhiger drauf als sonst, weil war ein langer Tag und ich bin irgendwie kaputt vom Wetter. Aber trotzdem bin ich gut drauf. Ja, das ist doch super. Gut draußen sein ist immer toll. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich hydriert genug bin. Ich muss auf jeden Fall mehr trinken. Das mache ich dann auch gleich. Was ist denn da los? Da draußen macht irgendjemand Krach. Bei dir macht jemand Krach? Hack mal nicht zu viel von unserem Gras weg. Das nervt mich hier, das muss hier weg. Oh. Moment, Leute. Ich muss nur ganz kurz, das werdet ihr, glaube ich, nicht sehen. Ich will nur ganz kurz in meinen Smarty reinschauen. Hast du noch die ganzen Cheating-Mods offen? No. Farm Expansion Mod is not longer compatible und UI Info Suite is not longer compatible. Aber gibt's dazu Updates? Ich weiß es nicht. Ja. Tractor Mod is disabled. EVCAT has no update keys in its manifest. Okay. Der Content Patcher. MS Speech Bubble. Oh, Leute, das wollte ich euch schon die ganze Zeit mal zeigen. Vardrug, wo bist du? Ich bin unten am See. An unserem kleinen See? An dem See bist du, okay. Nee, an dem See unten. Okay, ich gucke gleich mal, ob ich hier noch gerade irgendwas vorhabe. Habe ich alles gegossen? Ich glaube, ich habe alles gegossen, ja. Dann räume ich das Zeug weg und komme gleich mal zu dir. Oh, und ich muss noch mein Evoli streicheln. Ich glaube, das Multiplayer-Angeln ist kaputt. Wieso? Ich glaube, ich kann nur noch Müll fangen. Das glaube ich nicht. Ist vielleicht heute schlechter Tag? Werden wir sehen. Drei Dinger habe ich jetzt erstmal, wo nur Müll rauskam. Das ist manchmal ist das halt glückabhängig. Na, heute ist neutraler Tag. Ah, nee, doch. Ich wollte schon sagen. Puh. Aber letztes Mal habe ich doch das, da, aber da hat es auch ganz schön rumgeleckt. Wo ich das letzte Mal nur Müll aus dem Lavasee rausgeholt habe. Ja. Ich habe es eben einfach Mathe erklärt. Faszinierend, was man alles bei der PQV falsch machen kann. Ja, die Frage ist, wem hast du das erklärt? Leuten in deinem Alter, was ich nicht weiß, wie das ist? Oder Leuten in der, keine Ahnung, 8. oder 9. Klasse? Wobei ich sagen muss, auch im Abitur, nicht im Abitur, an der Uni habe ich da einige gesehen, die das nicht so hinbekommen haben. Liegt halt nicht jedem. Ja. Aber PQ-Formel sollte schon drin sein. Ja, aber manche Leute mögen halt keine Kühe. Riesige Feld durch. Schreib mal was in den Chat. Ich? Ja. Genau, Leute, guckt das mal an. Der Vardrug hat eine Sprechblase über seinem Kopf. Ich mag dieses Multiplayer-Feature. Also das ist Das muss ich mir auch gleich angucken. Das ist eine. Das ist eine Mod. Berufsschule. Oh. Also so im Alter so um die 16, 17 rum. Da werde ich mich bald mit rumschlagen.
viel Spaß. Mit der Altersklasse, ich bin ja mal gespannt. Dann bin ich der alte Mann dort. Ein Hoch darauf, dass Sassi gerade nicht zuschaut. Die hätte gesagt, du bist doch sowieso alt. Du hast schon so einen Bart. Also. Gar nicht mehr so doll, ja. Ja, der Bartrimmer funktioniert, oder? Ja, der funktioniert, das stimmt. Achso, hast du eigentlich noch ein paar Bäume um jetzt, um deine, um dein, Sammelskill? Ich muss mal überlegen, wie das auf Deutsch heißt. Genau. Hochzutreiben. Also hauptsächlich mache ich gerade die im Wald. Aber die zählen ja auch dazu, oder? Genau. Und wir kriegen halt Hartholz, 12 Stück dafür. Also es lohnt sich schon, das jeden Tag zu machen. Ja, ich sehe, dass du die im Wald gerade abhaust, weil ich nebenbei auf dem zweiten Bild schon den Stream offen habe. Ah, okay. Ich sehe es zwar sehr versetzt, aber immerhin. Wusstest du, dass Twitch jetzt auch schon den Low Latency Modus unterstützt? Ja, habe ich an, glaube ich. Mixer damals? Ich glaube, den habe ich sogar an. Den hast du an? Dafür habe ich aber ziemlich viel. Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass ich ihn nicht an gemacht habe. Auf jeden Fall kann ich ihn irgendwie aktivieren. Das habe ich. Das habe ich Scan damals erzählt und der hat ihn bei sich nicht gefunden, die Einstellung. Das ist wahrscheinlich auch nicht gleich für alle gewesen oder so, weiß ich nicht. Das wird nicht gleich bei allen gewesen sein, aber die mussten halt bei Mixer nachziehen, weil das war schon ziemlich krass. Was war das dann? Eine Reaktionszeit von 0,7 Sekunden oder sowas? 0,7 wäre ziemlich viel noch. Also, es ist halt trotzdem schon so gewesen, du hast halt was in Chat geschrieben, es kam halt fast instant im Stream. Ja. Also, wir wissen, Lehrerberuf ist nichts für dich, so gehen, ne? Ja. Aber stell dir mal vor, es würde nur Lehrer auf der Welt geben. Oh, das wäre... Wir werden einiges Lehrer. Oh. Sag mal, hast du heute einen Sven gefrühstückt oder was? Ja, aber es hört sich fast so an, ne? Das war ja gerade richtig schlecht, der Wortwitz. Der war richtig, der war auf Sven. Der wäre mir würdig gewesen. Also mich wundert, dass du dein Pseudo-Soundboard noch nicht anhast. Ja, ich hatte heute keine Zeit, du. Ich komme gerade vom Sport, wenn du dich erinnerst. Gerade auch, ja. Ich habe auch nur Sportsachen an. Ich bin direkt vor den Rechner gepflanzt. Nein, ich habe ja keinen Sport mitgemacht, von daher war das nicht so schlimm. Naja, ich auch nicht wirklich groß. Lass dir den Blumenkohl schmecken. Habe ich gemacht. Bin doch schon längst fertig. Ja. Aber als ich gesagt habe, kam das gerade bei mir an. Also wenn du, wenn dir ein Fuß fehlen müsste, um Lehrerin zu werden, dann solltest du auf jeden Fall nicht Sportlehrerin werden. Allgemein ist als Lehrer stehender Beruf ein fehlender Fuß schlecht. Boah, Marfi. Ich liebe es, wenn sie das schreibt. Ja, und sie hat so recht. Ja, aber komm, sie kennt mich noch nicht. Zu ihrem Glück. Ja, bei dir widerspreche ich aus Prinzip. Sie hat halt immer recht, aus Prinzip. Nein, nein, ich meinte nicht das mit dem Recht haben. Ich meinte das mit den schlechten Witzen. Achso, das ja. Es geht, weißt du, das mit dem Recht haben ist halt immer so eine Sache. Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Sachen. Also, bloß weil du mir nicht Recht gibst, heißt es ja nicht, dass ich Unrecht habe. Also ist mir das ziemlich egal. Also ich glaube, der Benachrichtigungsmodus von Windows da, dass der Assistent, das funktioniert nicht. Weil gerade eben hat mir Telegram schon wieder ein riesiges Ping ins Ohr reingedrückt. Bei mir nicht, aber ich habe eingestellt nur wichtige Nachrichten. Glaube ich auch. Du kannst irgendwie die Priorität jetzt einstellen und so, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein neues Update. Ja, irgendwie, ich fand den Ruhemodus viel besser irgendwie, das war. Ich hab's so angemacht und dann hat der Rechner einfach keinen Ton mehr von sich. Also das muss irgendwie was von letzter Woche gewesen sein, von dieser Woche gewesen sein, von den letzten Tagen. Ich glaube, weil Sassi erst am Rechner war, vielleicht hat sie Updates installiert oder so beim Runterfahren erst. Ja. Und das kann es sein. Na, anscheinend scheint bei Google ja auch, bei der Google-Bildersuche ja auch was sich geändert zu haben. Ja, ich habe noch keine Zeit gehabt, mir das anzugucken, genau. Suki. Ernsthaft? Moment, hat sie Nintendo Schwitz? Ich muss gerade angeln. Ja, Nintendo Schwitz, aber im Kommentar, der ist super. Das ist ein super Witz. Das ist. Der ist gut. Oh, apropos Nintendo Switch. Suki, hast du die Nintendo Presentation gesehen?
War das jetzt die Pressekonferenz oder war das Treehouse Live? Das muss die PK gewesen sein, oder? Die sind doch jetzt erst die PK. Naja, heute ist es gestartet, also theoretisch könnte das auch schon was aus dem Treehouse. Aber ich glaube, zuerst haben sie die PK und dann geht es ins Treehouse, wo die Sachen dann angespielt werden. Es würde mich interessieren, was gibt's Neues? Ich habe noch keine Möglichkeit gehabt, mich zu belesen oder so. Weil ich auf der Rückfahrt Nein-Gag gesuchtet habe, sorry Leute. Ich kann euch nicht mit den neuesten Infos versorgen. Aber Suki kann das. Ich habe sie leider gesehen. Wieso leider? War sie so schlecht oder hast du das nicht vergessen? Ja, na klar machen sie eine direkt draus. Ich liebe dieses Format seit es 2011, glaube ich, damals eingeführt wurde. Wir haben ja die erste direkt, haben wir ja damals in Böckchen noch gesehen, ne Mafi? Gott, weiß nicht, war ich dabei. Weiß nicht, ob du da dabei warst, ich war dabei. Ja, aber das ist ja auch in Ordnung, wenn 90% der direkt Smash waren. Darauf habe ich ja gewartet. Was gibt's Neues zu Smash? Wird es einen Playable Golden Sun Character geben? Ich krieg einen Rage Mode, einen Rage Quit, wenn nicht. Vermutlich nicht. Ich habe nur gelesen, gerade nochmal so, als ich reingekommen bin, dass quasi alle alten Charaktere auch bei meinem neuen Smash dabei sind. Ja, das war klar. So, Müsli-Riegel essen. Noch einen neuen Müsli-Riegel essen. Und dann, ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber. Hier die beiden Bäume noch. Alle Charaktere, die es jemals gab, irgendwelche neuen Charaktere angekündigt, wobei das werden sie wahrscheinlich nicht im Direkt machen, sondern dann halt danach entweder ein Smash Direct nochmal extra bringen oder einzeln. Das Veröffentlichungsdatum ist, glaube ich, auch mit rausgekommen. Ja, 12.12., 7.12. irgendwas? 7.12. glaube ich. Klingt nach einem verspäteten Geburtstagsgeschenk für dich. Ziemlich verspätet. Ja, 3 Tage, 4 Tage. Ich habe alle neue Moves? Oh Gott, nein. Muss ich ja neue Moves lernen? Also hoffentlich nicht alle nur neue Moves, sondern halt nur, sie haben alle ein paar neue Moves. Ja, aber was will man noch für... Ich weiß nicht, was ich doch für Eingaben machen soll für neue Moves. Nein, sie haben wahrscheinlich einfach einzelne Moves getauscht oder so. No. Ich will Rüben werfen. So, ich mach kurz noch dies und das und das und dies und das. Und dies und das. Du hättest, wenn du vorbeigehst, auch die Recyclingmaschinen noch gleich leer machen können. Das hätte ich machen können, ja. Ich sehe es jetzt gerade, dass du vorbeigelaufen bist, aber ist ja nicht so wichtig. Und das. Okay, da muss ich sagen, also Melee habe ich nicht so doll gesuchtet. Nur so mal occasionally später auch erst gespielt. Das erste Smash natürlich und Brawl natürlich und Smash für die Wii U. Für die Wii U haben wir beide ziemlich gesuchtet. Ja. Ich glaube, ich habe Brawl sogar fast genauso viel gesucht. Nee, nein. Nein, habe ich nicht. Yes, endlich ein Switch-Spiel, wo ich Suki ein bisschen was voraus habe. Sturm morgen. Ist Suki so gut beim Zocken oder wie? Wenn du sie mal bei Splatoon siehst, da räumt sie alles ab. Das machen viele, vor allem mir gegenüber. George will eine Pepperoni. Kriegt da Knietherapie. Sturm nächsten Tag. Das ist in Ordnung. Wir haben genug Dinge ins Kirchens. Und ich bin auf Angeln Stufe 9 aufgestiegen. Das heißt, wir müssen bald mal tauschen, dass ich angeln gehe. Wurmkorb machen. Na, ich bin ja noch gespannt, was das mit den... mit den Körben ist. Wenn die sich quasi jetzt dann auf Stufe 10 selbst befüllen, dann kann ich einfach noch mehr Körbe hinstellen. Du kannst einfach die Körbe abklappern und brauchst dazu nicht mehr angeln. Ja, und wenn ich dann das nehmen kann, dass wir keinen Müll mehr nehmen, das wäre witzig. Die Frage ist, ob das dann auf die gleichen Pots gilt. Das müssen wir halt gucken. Ja, aber das wäre ziemlich cool. Ich hab übrigens wieder 18 Refined Quartz, falls du brauchst. Ich brauch die gerade nicht. Nein, Suki, du räumst ab. Du räumst einfach komplett ab. Ich räume ab. Die CSD-Community ist hier gar nicht so bekannt, also bei uns. Also bei mir. Also bei mir auch. Also bei mir, ich kenne sie jetzt. Durch dich, Suki, halt, aber... Kannst du die nicht schon vorher durch Jesse so ein bisschen? Nicht wirklich. Also da wusstest du nur um deren Existenz und mehr nicht.
Nicht mal. Ich wusste, dass sie halt viel Splatoon gemeinsam spielen, aber die ganze Community ist mir als erst klar geworden durch Suki. Achso. Da wusste ich ja mehr. Ja, hat mich ja nicht interessiert. Splatoon war ja nicht so mein Spiel. Ich wusste, dass sie eine Splatoon-Community sind und dass ich viel zu schlecht für sowas bin. Aber jetzt muss ich sagen, die CS-Teleter sind überall. Wenn du bei Splatoon reingehst, einer joint immer nach. Und das liegt nicht daran, dass Suki mir immer nachjoint. Ja, Splatoon ist immer noch nicht mein Spiel, das stimmt. Wie ist nicht dein Spiel? Aber es macht mehr Spaß mittlerweile. Splatoon ist auch nicht mein Spiel, was das betrifft. Ich habe Spaß dabei, aber das ist auch alles. Ah, Gamepad getrennt, warum? Gamepad. Ich glaube, ich muss es festkleben. Mach mal. Ich sag mal, ernsthaft? Aha. Gott, ich will gar nicht wissen, wie viel ich auf Stufe 10 brauche. Genau, und dann brüllst du die Switch an. Boah, tun mir das nicht alle. Ja, ich werde halt nicht salty, weil, ich weiß, dass ich dran schuld bin, wenn ich sterbe. Also, außer bei Mario Kart. Außer bei Mario Kart, da entwickle ich ein Tourette. Leute, ja. Wenn ich irgendwann eine Capture Card haben sollte, dann werdet ihr mein Mario Kart Tourette erleben dürfen. Dann komm ich bei dir vorbei, dann können wir gemeinsam die Konsole anbrüllen. Das wird nicht lustig. Ich werde den Content auf 18 hochstellen müssen. Ist das nicht Standard bei Mario Kart? Wahrscheinlich. Warum? Ach, Controller, please. Also ja, bei Splatoon ist immer der Lag dran schuld. Immer. Wenn Lag heißt, dass ich zu schlecht dafür bin, dann ja. So. Hey, ich hatte die Zeitung von gestern aus dem Tümpel geholt. Und was steht drin? Weiß nicht, siehst du nass, kann ich nicht lesen. Das liegt natürlich nur daran, dass sie zu nass ist. Ich werde sie in meine Recyclingmaschine reinhauen. Wieso sollten wir uns Briefbomben schicken? Ja, Suki, das kommt ja alles erst, wenn ich irgendwann mal ein Dings habe. Ja, außerdem muss ich mir dann auch noch Mario Kart 8 irgendwie besorgen. Ich würde niemals eine Briefbombe deswegen schicken. Ich weiß, dass mich das raged, aber sobald das aus ist, ist das auch vorbei. Ich bin da recht friedfertig. Suki, wir kriegen dich schon noch mit rein. Und wenn es auch nur mal eine Runde Stardew Valley Multiplayer ist, sobald es irgendwann raus ist. Eben. Schade, dass du das Spiel nicht auf dem Rechner hast, sonst könntest du da ohne Probleme mit uns mitspielen. Ja, auf dem Laptop sollte es auch funktionieren, du kannst ja mit dem Switch Pro Controller spielen. Wir sollten ja einfach warte mal, was soll ich das da? Will ich fertig machen? Tiger Trout. Wir sollten ja ein wie heißt das? Ein Account zur Verfügung stellen, wo wir das haben. Problem ist nur, bei Stardew Valley ist es halt blöd, wenn man es auf beiden Geräten hat, merke ich immer. Weil du halt dann auf der Switch zwei Spiele hast, die du separat voneinander nutzt. Ich finde, sie sollten halt Cross-Plattform Save-States machen. Ja, das wäre ziemlich cool. Gerade weil du halt, wenn du unmodded hast, du hast ja das gleiche Gameplay. Es gibt ja keinen Unterschied zwischen der Switch-Version und der PC-Version eigentlich. Die Frage, von der Live-Version gibt's nicht? Ist das die gleiche? Im Singleplayer? Naja, du musst halt sagen, okay, versionsmäßig muss es gleich sein. Das heißt, sobald das neue Update mit den neuen Features rauskommt, muss es halt auf der Switch auch kommen. Genau, aber es ist ja hier auch nur eine Beta-Version bisher, weißt du? Ja, wir sind ja eine Beta, genau, deswegen können wir das ja hier spielen. Beta-Spielstände reichen ja auch, wenn man die auf dem Computer nur spielen kann. Eben. Aber wenn man halt sagt, alles andere könnte man dann halt unterwegs auch spielen, das wäre schon ziemlich cool. Welches Bündel hast du eigentlich fertig gemacht? Ich habe gesehen, hast du irgendein Bündel? Nachtfischen, glaube ich, oder so. Irgendein Fischbündel. Du kriegst noch 30 Bait von mir. Oh ja, kannst du unten in die Kiste reinschmeißen, wenn du willst.
Da sollte genug drin sein noch. Ich weiß nicht, ob das reicht, bis ich Level 10 habe. Mal gucken. 200 irgendwas haben wir noch drin, glaube ich. Und ich brauche pro Tag 12. Geoden aufbrechen. Ich werde erstmal ein paar Geoden aufbrechen. Oh, ja. Haben sie einfach Stardew Valley gezeigt und nichts gesagt. Ja, was sollen sie dazu sagen? Stardew Valley ist ja schon veröffentlicht. Ja, aber der Multiplayer sollte langsam mal kommen. Naja, aber ich glaube, der ist immer noch nicht auf dem PC, auch noch nicht als... Wie gesagt, er ist nur auf dem PC, nur als Beta-Version gerade da. Er wird also noch Open Beta... Ne, es ist sogar eine Closed Beta, weil es mit Passwort ist. Er wird noch getestet. Ein Open Beta. Boah, ich weiß nicht, ob man das als Open Beta bezeichnen kann. Ich glaube, es hieß, es wäre eine Closed Beta. Auf jeden Fall wird da noch einiges getestet gerade. Und spätestens, wenn das dann alles durch ist, dann können wir uns darauf gefasst machen, dass das auch für die Switch, weil die Switch wird definitiv, ich habe übrigens 6 Iridium-Erz bekommen, die Switch wird definitiv die erste Konsole sein, die das Multiplayer-Update bekommt nach dem PC. Das ist mit Nintendo so ausgehandelt. Es kommen jetzt sowieso jetzt sehr viele, sehr, sehr viele Spiele für die Switch schon mal raus. Was nicht nur Stardew Valley trifft, sondern auch viele andere große Entwickler und auch Indie-Entwickler, die halt für die Switch portieren. Selten haben so viele Indie-Entwickler für eine neue Konsole entwickelt, gerade von Nintendo. Ja, wobei ich sagen muss, es ist am Anfang sehr langsam angelaufen. Ja, mittlerweile. Aber mittlerweile geht's halt richtig los. Also es kamen halt erst noch so ein paar größere Indie-Entwickler. Ja. Aber gerade, ich glaube, dass gerade das, dass so viele Indie, auch kleinere Indie-Entwickler, jetzt dafür für die Switch halt Sachen machen, dass das der Switch gerade zwischen den großen Titeln wie Smash, wie Zelda, wie Mario und so weiter, ganz schön den Arsch rettet. Ja. Ich dachte, Stoff muss ich abgeben, aber irgendwie habe ich nichts gefunden für den Stoff. Musst du Stoff nicht abgeben? Ah, ich weiß wo. Okay, anderes Bundle. Mach ich einen anderen mal. Gut, dass ich nicht aufnehme. Weil ich bin quasi den ganzen Tag nur am Angeln hier. Super spannend, würde ich sagen. Ja, ist schon ganz schön. Was ist eigentlich das nächste Ziel jetzt quasi bei uns jetzt? Unser nächstes Ziel ist House Upgrades. House Upgrade, okay. Die Mine haben wir ja runtergepusht, ne? Die hatten wir ja. Das haben wir letzten. Die Mine haben wir auf 120, ja, und der Exploit, den ich zeigen wollte, der wurde gepatcht tatsächlich. Achso, hast du nachgeguckt. Habe ich tatsächlich mich erkundigt und der wurde wohl erstmal rausgepatcht. Wollten wir nicht erstmal einen Stall machen oder sowas? Haben wir gebaut. Oh, der Stall ist fertig, stimmt. Ich wollte das. Mach ich. Das Heu rausnehmen. Ich finde es doof, dass man die Bären statt. Dann können wir morgen den ganzen Tag Heu hacken erstmal. Na, sowas können wir immer machen, wenn wir keine Energie mehr haben. Hä? Heu hacken? Naja, gut, das braucht keine Energie. Hast du recht. Genau, habe ich. Dass du das mal zugibst. Ungern. Ich weiß. Na und dann ist halt Geld scheffeln Ziel, ne? Oh, und morgen, also in der nächsten Folge auch gleich, morgen wirklich, müssen wir unbedingt, ich habe übrigens schon was in die Verkaufsbox geworfen, müssen wir unbedingt wieder einen Rare Seed jeder kaufen. Auch wenn das unserem Geld machen entgegen spricht, aber wir werden definitiv im Herbst dann einiges an Geld damit machen. Ja, die Rare Seeds, die habe ich durchs Angeln locker wieder raus. Ja, das ist ja auch gut. Ich meine, ich habe heute schon wieder 11 Goldfische gefangen. Also goldene Störe oder ich was. Ich will ja nichts sagen, aber hier ist meine Katze. Man sieht sie gerade nicht. Meine Katze ist unsichtbar. Das liegt an dem, Eevee-Skin liegt das, der irgendwie gerade nicht richtig funktioniert. Okay, ich liege im Bett. Oh, da will jemand noch eine Chilischote haben. Naja. Elf Fische, ja, elf. Bei uns sagt man das so, elf. Ja, siehst du, so bin ich die Einzige.
11 Fische. Du bist nicht die Einzige, Martin. Nicht die Einzige, die das sagt. Mhm. Du weißt, du darfst noch nicht auf OK dann drücken, ne? Ich lege mein Gamepad weg. Okay. So, Leute, denn das war's auch schon für heute. Wir sind angekommen bei Folge 27. Wir sind damit Ende. Und wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, schaut doch mal im Livestream vorbei. Oh, du hast gleich wieder das Geld reingehauen für das, was er... 11 Hechte, eben. Ja. Mafi ist ein toller Hecht, dass er so viel geangelt hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao.